Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir müssen mit den Leuten reden, aber erstmal natürlich hier mit meinem Schatzi. Wo ist sie denn hin? Oh, die ist schon über alle Berge, okay. Von Amira. Ja, sie dankt mir für die Hilfe von Avio. Es hat sich so vieles geändert und sie hat ihn nie so gesehen, nie so motiviert gesehen. Bevor er all die ganzen Ideen hatte, but this first time approaching something with a major and... Ja, also insgesamt ist sie sehr zufrieden mit ihm und geht zur Bibliothek, holt sich Informationen dort und analysiert was und versucht zu verstehen, was er da macht, was er ändert oder so. Und ja, sie hat ihn nie vorher gesehen, dass er zur Bibliothek gegangen wäre und ja, sie dankt mir sehr für die Hilfe. Okay. So. Sortieren wir mal alles ein. Den brauche ich nicht am Mann, den auch nicht. Das auch nicht. Den Harvest Chip kann ich noch nicht einsetzen, glaube ich. Koriander brauchen wir auch nicht. Knoblauch nicht. Magnesiumerz brauchen wir auch nicht. Zumindest nicht sammeln. Okay. Magnet brauche ich auch nicht am Mann. Das auch nicht. Sonnencreme. So, die wollte ich noch verkaufen. Sollte ich mal tun. So. Wüstenfuchs. Ciao, 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 ciao. Du kriegst noch dein Würmchen. So. Gucken wir mal wegen Futter. Kartoffeln sind ja so das Lieblingsding von ihm. So. Das können wir auch gerade noch. Und hier natürlich genauso. Brennstoff fülle ich mal auf. Müsste ich aber auch, muss mal gucken. Bronzestangen können wir noch machen. Da können wir noch weiter verstärktes Glas machen. Magneten. Ich weiß gerade nicht, wofür wir Magneten brauchen. Chromstahl. Manganstahl. Das geht erstmal vor. So, und was kannst du? Granitfliesen. Da brauchen wir Granit für. Weißes Kupfer. Titanium. Da habe ich noch nichts. Nördliche Raumschiffsruinen, da war ich noch nicht. Ja, so viel kannst du jetzt gerade gar nicht tun, ne? Könntest ein Magnet herstellen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Okay, so, was ich gerade mal gucken wollen würde. Wo haben wir hier... Ne, hier. Wo haben wir hier Dreck? 35. Ach so, das ist ja die Helperbox. Das habe ich in die Helperbox gepackt. Warum? Jagdmehlhaar.
Das hat er in der Helperbox mal so gar nichts verloren. Essensreste, Energiesteine, aber Dreck könnte ich da reintun. Mini-Aufbewahrungsbox, wo habe ich den Dreck? Da haben wir Dreck. Weil der... Dann füllt der hoffentlich auf. Ja, da haben wir das jetzt drin. So. Hier kann ich jetzt aber gerade noch das, was ich hier wieder... Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Zumindest nicht am Mann. Das brauchen wir nicht. Das nicht, das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Den ebenfalls nicht. Den hier auch nicht. Das Holz nicht. Das Lager nicht. Kupfer nicht. Den hier nicht. Granitplatten nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Sonst haben wir alles, ne? Ja. Okay. So, dann gucke ich gerade noch wegen den Hühnern. Die sind schon versorgt. Okay. Okay. Chromium Sword und Shield. Das muss ich... Habe ich da zwei von? Ich glaube nicht. Da habe ich nur das eine hier im Inventar, ne? Ja, und das werde ich auch... Das, doch, das könnte ich abgeben. Ich nutze ja die Dinger. Dann geben wir das mal ab. Kann ich mir ja immer noch wieder neu craften, wenn ich denn gerne wollen würde. Dann reden wir mit den Leuten. Ja, es gibt übrigens Neuigkeiten zum Release-Termin. Fällt mir da gerade so ein. Und zwar ist, das Release-Datum am 26. September. Da geht My Time at Zendrück dann aus der Early Access. Freue ich mich schon drauf. Da werden wir natürlich nochmal von vorne starten. So, hier ist einmal Auftrag bestätigen. Thanks. Gut gemacht, Handwerker. Danke für deine Hilfe. Bitte. Was kann ich hier kaufen? Oh. Quarz. Und Klamotten halt, ne? Ja, da brauchen wir jetzt aber erstmal nichts. Cyber Kitty Helm. Okay. Nein. Definitiv nein. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt mit den Leuten reden. Der eine ist gleich hier. Burgess. Light, order, and the future of mankind? Oh snap, new scripture just dropped. Okay, new scripture just dropped, bin ich gerade überfragt. Miguel wrote it. Miguel hat das geschrieben, okay. Evil villain fanfic. And yet, my eyes cannot turn away. Also ja, er ist begeistert von dem, was Miguel da wohl geschrieben hat. Oh dang, this is bad. I mean, you know me, I'm always looking on the bright side of things, but yeesh. Never try to rewrite a classic. That's the real lesson in this scripture. Plus, like, the strong must control the weak? Come on, that's super OOC for us. Das ist schlecht. Ich meine, du kennst mich. Ich gucke quasi immer auf, also bin immer auf der positiven Seite. Ja,
versuche nie einen Klassiker zu rewriten, also zu ja, nachzuschreiben quasi. Und Strong Mass Control the Weak. Was weiß nicht, was OOC jetzt bedeutet. Da bin ich gerade überfragt. Wow, thinking back, I guess the clues were all there. He was always kind of getting kind of freestyle with his sermons. Okay, ich denke, the clues were all there. Bin ich jetzt gerade auch überfragt? Zur Not müsst ihr das mal bei Google oder so eingeben. Google Translate oder sowas. I always thought it was oder anderes Übersetzungsprogramm. Cool, going off script? Wow! Imagine actually doing that. Wait a sec. Have I been brainwashed by the evil Duvos version of our scripture? Ja, er fragt gerade, ob er Gehirnwäsche bekommen hat bei den Duvos, also bei der Duvos-Version von dem Skript. Has you few on evil chats, ja, hast du dich quasi in die schlechte Richtung verändert oder in die böse Richtung? I don't know. I mean, if anything, I'd say I dislike evil more than I used to. I mean, what with all the evil going on these days? Wait a sec. Ja, er weiß es nicht genau. Möglicherweise, er meint nicht, dass sich das zum Schlechteren verändert hat, aber ja. Hurrah! Fire and brimstone! Repent, heretics! Da weiß ich gerade nicht, was es bedeutet. Fire ist Feuer, das weiß ich, aber der Rest sagt mir gerade nichts. Just kidding! Just kidding! Peace and love! Peace and love. And water. Love that H2O. Ja, Frieden und Liebe. Friede und Liebe und Wasser. Er liebt H2O. Hm. Matilda always says that everyone sees different things in the scripture. So all you can do is to look deep inside and listen to your own heart to find the real answers. And my heart says, this stuff is not it. Ja, also Matilda sagt auch immer, jeder sieht unterschiedliche Dinge in den Schriften und so sollte man das im Prinzip zwischen den Zeilen lesen mit und quasi mit dem Herzen, um die richtigen Antworten zu finden. Und sein Herz sagt hier, das ist nicht das. Well, you've given me a lot to think about. Thank you. Ja, ich habe ihm eine Menge zum drüber nachdenken gegeben und dafür bedankt er sich. So, mit Burgess haben wir geredet. Jetzt müssen wir noch da oben. Ernest, ach, der wohnt hier, ne? Honesty boy. Hello there. Ah, do you need my help for something? Ja, frag, ob ich seine Hilfe brauche für etwas. Oh, yes, one of my earlier works. Who could have known it'd blow up like it did? Ja, es ist eins seiner früheren Werke. Oh, but hey, there are some mistakes here in the lyrics. This line. It's not supposed to be watching falling stars with you and listen to the stars shine. It's supposed to be listen to them shine. I would never use the same word like that back to back. Plus, it ruins the meter. Ja, da hat aber da sind einige Fehler drin in seiner in den Schriften, die er ja, und da hat einige halt den Text geändert und es verändert natürlich den Sinn und es ruiniert auch den the meter, also im Prinzip den Schriftenfluss. Oh, every line with the word star in it has a mistake. Weird. Did somebody try to bootleg our song? Ja, also alles überall, jede Zeile, wo das Wort Star drin steht, ist fehlerhaft. Well, I can fix it for you, so at least your copy is right. Let me just... Okay, er wird's für uns gerade korrigieren. There. Now all the lyrics are right. Where did you get this anyway?
learning music. So, nun ist alles korrekt. Er fragt, woher ich das bekommen habe, ob ich Musik lerne. Sources, it's Nest, your pen name? Also wir fragen, ob Nest sein der Künstlername ist oder Schriftstellername. I bought it, yeah, started, also ja, ich habe es gekauft und versuche Musik zu lernen. I found it, also ich habe es gefunden. Machen wir mal das Nest. Oh, yes. Kinda cringy, huh? Well, give me a break. I made it up when I was 13. Then it became my official name at the copyright office, so I kind of got stuck with it. Ja, das ist, man meint, ja, das ist ein Pen Name, also Künstlername oder Schriftstellername und ein bisschen cringe, also verrückt. Er hat das gemacht, wo er 13 war. Und ja, dann wurde es halt sein offizieller Name. Und well, er steckt quasi drin fest. This gives me an amusing little anecdote to include in one of my short stories. Thanks for the inspiration. Good luck with the song. Ja, das gibt ihm eine kleine nette Anekdote, die er in die seine Kurzgeschichten reinmachen kann. Und vielen Dank für die Inspiration. Da müssen wir raus. Jetzt müssen wir noch mit Cooper reden. Dann reden wir mal mit Cooper. Cooper Duper. Der Zug ist da. Hi, Cooper. Out of there. Waving around a piece of paper, I see. Pretty keen. Pretty keen. Waving around a piece of paper. Also, waving, weiß nicht, was bedeutet. Ein Stück Papier. Wait a sec. That's no ordinary piece of paper. That's a musical score. All I want for the day of the bright sun is you. That's a classic. You know, and it really only gets more true with time as you realize it's not the gifts that fall from the sky that matter, but the chance to get wrapped up with loved ones. That's the real gift. It just keeps on giving. Ja, das ist kein normales Stück Papier. Das ist quasi ein Musikstück. All I want for the day of the bright sun is you. Das ist der Titel da. Das ist ein Klassiker, wie du weißt. Und and it really only gets more true with the time as you realize it's no gift that fall from the sky you treasure, but in the fact the gifts you have already cherish them matter most. Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Irgendwas mit Geschenken, die vom Himmel fallen. Well, give it here. There's a gander in the foot. Uh-huh. Ah, shucks. Where'd you get this? Ja, er fragt, wo ich's herbekommen hab. It's a piece of the evidence in massive... Picked it up on the road, machen wir mal. That about adds up. Clearly, someone tossed this after they saw all the wrong notes. Doesn't excuse the littering, but I can certainly see where they were coming from. Ja, also da sind einige, also... Ja, also... That about adds up. Clearly, someone tossed this after... Also wahrscheinlich hat sie, also meint, es hat jemand wahrscheinlich weggeworfen, nachdem er die ganzen falschen Noten da gesehen hat. You done went and left this here chord half diminished. If you're gonna diminish a chord, diminish it all the way. That's the problem with y'all's generation. And this one here, that's a C flat. Now this is supposed to be a B sharp. This is a D. This is a D. This is also a D. There's almost poetry in how bad this is. Ja, also er korrigiert hier jetzt gerade die ganzen Noten und
Ja, er sagt, dass es ein Problem mit unserer Generation ist, dass... Was gerade nicht genau, wegen falscher Note das weggeworfen, ich weiß es gerade nicht, aber er hat die ganzen, er sagt hier halt, das ist ein C, C-Flat, B-Sharp, da ist ein D und da ist nochmal ein D und, Lucky for you, I'm only pulling a 15-hour shift today. So, I got time to help out little homies. Here, let me fix this piece here for you right quick. Ja, und er korrigiert es gerade mal. Dang, that was tougher than I thought. All right, well, there you go then. Get to practicing. Once you got it good, come play with me and Hugo. Ja, Just remember, I after E, except after C. Or, no, that's the other one. Well, I'm sure you'll figure it out. Huh? What are you still there for? We got work to do. Oh, right. Okay, I get it. You want to know why I can read music, but I can't read all them regular words and the whatnot. Answer simple. Also, ja. Ja, er sagt, wir sollten das haben wir irgendwie mit ihm und dem Dings noch spielen, wenn wir wollen. Und, und ja, ich, ob ich wissen möchte, warum er die Noten und so lesen kann. Die Antwort wäre einfach. Only seven notes you can find on a score. That's A, B, C, D, E, F, and G. Then it's A again. Alphabet's got 26 of them. Man's got to know his limits. After G in the alphabet, well, that's when it gets fuzzy, man. Ja, also er kann Noten gut lesen, aber halt Schrift wohl offenbar nicht. Und sagt halt, es gibt halt einfach nur diese 8 Noten. A, B, C, D, E, F, G und dann geht's wieder mit A los und das Alphabet hat halt 26 von den Buchstaben. Be seeing you then. Like I said, come jam with us sometime. Ja, und wie er gesagt hat, wir sollen mal mit ihm zusammen jammen, also Musik machen. Dann berichten wir mal Grace davon. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das dann zu Release hoffentlich alles übersetzt ist. So, hier könnte ich gerade mal noch Dinge verkaufen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich habe doch Steine und sowas alles. Verkaufen würde ich gerne. Kann ich hier die... Ich habe Dreck dabei. Warum habe ich Dreck dabei? Das Bett können wir auf jeden Fall verkaufen. Den Ofen kann ich verkaufen. Den Topf können wir verkaufen. Und die Wurfsteine offenbar nicht. Das ist sehr schade. Zerstörtes Papier. Die Wurfsteine, doch, da sind sie doch. Okay, so, können wir hier auch nochmal gerade gucken. Haben wir hier noch interessante Aufgaben? Plastikrohr, Kalksteinziegel. Akzeptieren, Chromstahlstangen. So. Dann haben wir noch ein paar Aufträge. Was? Nee, ich wollte hier nicht nach Werbung gucken. Nicht nach Werbung gucken. Wo kommen wir denn da hin? Dann berichten wir mal Grace.
jetzt noch mehr Kalksteinziegel machen. Wo kriege ich den Kalkstein her? Müssen wir auch mal gucken. Any result? Ja. Hmm, so no one's read that book of Miguel's. And Burgess said he'd never heard any sermons out of it. That's a relief. So, es hat also niemand das Miguel das Buch von Miguel gelesen. Und Burgess sagt, er hätte auch nichts daraus gehört. I thought about it more and more while you were gone. I mean, what if Miguel really started convincing people to see Duvos in a positive light? That would have unimaginable consequences. Ja, sie hat die ganze Zeit nachgedacht und was ist, wenn Miguel wirklich damit gestartet hätte, die Leute zu beeinflussen, Duvos in einem positiven Licht zu sehen? Das hätte unvorstellbare Konsequenzen. And the sheet music? It's full of mistakes? Ja, und das Blatt, dieses Musikblatt ist voller Fehler. Make no mistake. These errors may not yet be erroneous, but rather omissions of intention. Can I take a look? Mach keine Fehler. Diese Fehler sind möglicherweise nicht versehentlich, sondern kannst du dir das mal anschauen? I see. Aha, I've got it. It's a code, or rather a key to a cipher. Das ist sind keine Fehler, das ist tatsächlich ein Code. The lyrical mistakes are particularly placed. Left 3, right 5, up 8, down 7. If we use this cipher, we can crack any message intended for Pen or Miguel. Das ist also quasi der Schlüssel, um die Nachrichten an Pen oder Miguel zu dekodieren. And the musical mistakes? I spot 5 of them. 5 numbers in your average radio frequency. Doubt that's a coincidence. That music must be the frequency they're operating on. Ja, und die Fehler in den Noten, sie hat 5 davon gefunden. Das sind im Prinzip die Funk- oder Radiofrequenzen. Und das müssen wahrscheinlich halt die Frequenzen sein, mit denen die arbeiten. And this frequency is different from what we intercepted before. That means Duvos knew we were listening before and the telegrams they sent us must have been phishing operations to get me and Logan into the open. Ja, und die unterscheiden sich von den Frequenzen, von denen sie bisher wussten. Was bedeutet, dass Duvos wahrscheinlich wusste, dass die abhören und die Telegramme, die über die bekannten Frequenzen gesendet wurden, einfach nur Täuschungsmanöver waren, um sie und Logan da... Dang, we did it! Ja, wir haben es geschafft. We can put our interrogation on hold. We've got everything we need to find the secret telegraph station right here. Ja, wir haben es gelöst und wir haben jetzt alles in der Hand, um die geheime Telegrafenstation zu finden. Wie du? Call Duvos and ask where it is. We can track them. Ja, machen wir das. Exactly. Genau. Also we can pretend sie to be Pen. We send encoded messages out on the agreed upon frequency. And if anyone is at the telegraph station, we can triangulate them after they respond. So können wir Pen, pretend. Wir senden also quasi kodierte Nachrichten. Über die Frequenzen und wenn die irgendjemand an der Telegrafenstation ist, dann und entsprechend antwortet, dann können wir quasi triangulieren und herausfinden, wo ACI genau sie liegt. ACI has signal triangulators, but they're huge. There's no way we can ship them here and install them without the enemy knowing exactly what we're doing. Ja, ACI hat so einen Signal-Triangulator, aber der ist halt riesig und da ist keine Chance, dass sie den hierher karren und installieren, ohne dass der Feind herausbekommt, was wir eigentlich vorhaben. I'm going to update the Civil Corps in City Hall about this. Could you talk to Chi and ask him if it's possible to make a miniature signal triangulation device? Ja, sie unterrichtet die Civil Corps und die Bürgermeister über unsere Ergebnisse und sie fragt halt, ob ich mit Key reden kann, ob es möglich wäre, so ein Miniatursignal-Triangulationsding da zu bauen. If there is, then we're all set. Good thing we looked into the whole sheet music thing, huh?
All right, talk soon. Let's do this. Ja, wenn das klappt, dann haben wir im Prinzip alles erledigt und oder geschafft und gut, dass wir im Prinzip das komplette Musikding durchgesehen haben, ne? Ja, let us do this. Mission gestartet, sprich mit Key. Das machen wir sofort. Kommen wir eh dran vorbei. Bietet sich von daher an. Hallo, Avio. Mit dem muss ich auch noch Abendessen, ne? 19 Uhr oder so im im Blue Moon. Hallo, Key. Ah, greetings. Recovering well after the debacle over in Town Square, I hope? Yes, yes, I've heard all about it. Ja, er hat von dem ganzen Debakel in der Stadt gehört. I like to keep myself informed on cataclysmic events occurring in our city-state. It is always good to be where the bullets are not. Ja, er liebt es, sich selber zu informieren. It's always good to be where the bullets are. Es ist immer gut, dort zu sein, wo die Kugeln gerade nicht sind. In any case, you handled yourself spectacularly, so I have heard. Truly impressive. Ja, und ich habe spektakulär gehandelt, so wie er gehört hat. Hm? A miniaturized triangulation device. And the reason you need to do so is... It's a secret? Hm. Also, Mini-Triangulation-Gerät. Und der Grund, weshalb wir es brauchen, ist ein Geheimnis. Fascinating. Faszinierend. So, there is more to this water thieving tale after all. Well, if you're sworn to secrecy, don't compromise your integrity by telling me. I will find out on my own. Ja, so ist also doch, steckt doch mehr hinter dem Wasserdiebstahl, als alle dachten. Und ja, wenn ich geschworen habe, das Ganze geheim zu halten, dann soll ich da auch nicht, will auch nicht, dass ich mich da kompromittiere. Also, dass ich das Versprechen breche, indem ich ihm das sage, sondern er will es dann wird's von auf seine eigene Weise herausfinden. Ah, if you hadn't guessed by my less than astonished reaction to your request, yes, I can help you. The technology already exists. In fact, my grandpa made something similar to locate underwater relics a long time ago. Ja, und wegen der eigentlichen Frage, ja, er kann uns da helfen. Die Technologie existiert und sein Opa hat da etwas Ähnliches schon mal gebaut, um unter Wasser Relikte zu finden, vor langer Zeit. Allow me to explain. Just a diagram, please. Really? You really came all this way to not learn something? Alright, okay, dann erzähl's mir. Of course, we could simply run a check on all frequencies being broadcast anywhere nearby, seek out the one in question, then build a highly directional large antenna that would lead us straight to the source. Ja, also wenn, um die ganzen Frequenzen da zu empfangen, die um uns herum sind, braucht man im Prinzip eine große Antenne, welche die entsprechende However, Reichweite hat. However, this depends on signals being sent out regularly, which I feel like I can fairly assume is not the case. Being that this is a secret telegraph station. However, this depends on signals being sent you regularly, which I feel I can fairly assume it's not a case. Being that this is a secret tele... Also, er kommt dem Ganzen schon auf die Spur, dass es quasi um eine versteckte Telegrafenstation geht. We will need three highly directional large antennae. Ja, also, um das herauszufinden, brauchen wir drei Antennen. Ah, Triangulation, genau, Triangulation. Indeed, showing understanding of a concept outside of your area of expertise. I'm impressed. Ja, er merkt, dass ich verstanden habe, um was es geht, und er ist erstaunt, weil das ja außerhalb meines Fachgebiets ist. Now, for this next part, pay attention, try not to be obtuse. Obtuse, weiß ich gerade nicht, was es bedeutet. Now, a bit of triangulation humor there for you. You see, an obtuse person would not be able to understand a concept as sophisticated as signal triangulation. Das war ein bisschen Triangulationshumor. Also ein obtuse Person wird nicht
ist nicht in der Lage zu verstehen, was dieses Konzept der Triangulation bedeutet, wenn ich es richtig verstehe. Are someone who has never displayed any obtuse characteristics. Therefore, there was no reason for me to offer such a warning. That's the joke. Und ja, you however, someone who, also ja, ich bin im Prinzip jemand, der nie gezeigt, any obtuse characteristics, also keine obtuse characteristics gezeigt hat. So gab es keinen Grund für ihn, to offer, also um so eine Warnung auszusprechen. Das wäre der Joke. Triangulating okay. The signal will allow us to know where the source is within a roughly 0.2 link radius. And all we will need is one outgoing signal to identify it. Ja, das Triangulationssignal erlaubt uns im Prinzip herauszufinden, wo der Punkt ist, also im Prinzip zwischen zwei Radien, und so dass wir erkennen können, wo das ausgehende Signal ist. I see. Sometimes I feel like you have a lot of fun. Oh, you know the frequency, also ich kenne die Frequenz, also auf der die operieren, also mit der die arbeiten, okay. Manchmal hat er das Gefühl, ich habe den ganzen Spaß alleine. Well, if you know the frequency, we'll just need to track an outgoing signal sometime after we have built and installed the three antennae. Ja, wenn wir die Frequenz kennen, dann braucht er im Prinzip nur noch das Signal tracken und nachdem wir halt die Antennen installiert haben. Setting up three traces outside of the possible area where the station might be, registering the direction that the signal comes from at each of our locations will allow us to draw three lines on a map that should all intersect. Ja, wenn wir das Ganze da installiert haben, dann kann er im Prinzip hier die Frequenzen messen und das erlaubt uns den Platz zu ermitteln, wo das Ganze dann steht. On top of our secret telegraph station. The diagram, please. Bravo. Rather elementary. Nothing you're unfamiliar with. I just thought it might be worthwhile to regale you with a world-famous directed cheese, thoroughly digestible scientific explanation. In case you need to explain it to someone, obtuse. In case you need to explain it to someone... Also, da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Geht irgendwie darum, dass es irgendwie Director Keys Sortly Distinguible Scientific Explanation genannt werden soll, irgendwie sowas. Very well. That will be 20 data discs. Ja, 20 Datendisketten braucht er. Richter. Why I'm asking for that even during such precarious times. Well, I'm stuck with this overly bureaucratic mechanic handed down by the higher up, so I'm sorry. By your look, you're probably wondering why I'm asking for the... Also, falls ich mich wundern sollte, warum er nach... danach fragt, das hängt mit... er steckt da irgendwo in irgendwelchen Bürokratiemechanismen fest. Thank you. I will send you the diagram for the triangulator as soon as they are finished. Best of luck. Ja, die Datendisketten haben wir ihm gerade abgeliefert. Wir hatten ja 500 Stück. Jetzt müssen wir auf die Anleitung warten. Okay, das kriegen wir hin. Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn das Ganze dann übersetzt ist und ich auch komplett verstehe, was da gesagt wird. So ist es immer nur ein Teil. Ich könnte nochmal wegen Eisenerzkauf gucken, ne? Und Kalkstein. Muss ich gleich mal gucken, wo wir den herkriegen. Wo wir den noch sammeln können. Aber ich würde hier gerade mal, wie gesagt, Eisenerz kaufen wollen. So. Mikrochip kann man auch nochmal einholen. Sicher ist sicher. Machine Collection Chip Planting. Planting, haben wir den schon? Harvesting. Hab ich den Planting Chip schon? Kaufen vorsichtshalber mal.
So, dann haben wir hier natürlich ja noch... Oh, Entschuldigung. Den Roboter. Und den Bus. Und dann muss ich gleich mal gucken, wo wir Kalkstein herkriegen. Dass wir da noch ein bisschen was holen. So. Ne, Quest. Da brauchen wir. Da brauchen wir. Kalksteinziegel sind wichtig für von Industrieofen. Also im Industrieofen gucken, was wir da, wo wir das Material herkriegen. Kalksteinziegel. Von Steinbruch. Wo ist denn der Steinbruch? Wo ist denn der Steinbruch? Maulwurfshöhle? Gecko-Station? Ah, was wir auch machen können, fällt mir gerade ein. Genau, das sollten wir vielleicht gerade mal zuerst noch machen. Der Dingsdude hat mal jemand in die Kommentare geschrieben, wäre rechts, links von den Schienen. Da kann ich natürlich da rechts lange suchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der links davon ist. Dann suchen wir den gerade mal. Dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon erledigt. Offenbar gibt es noch einen dritten Punkt dann, wo der sein kann. Ich wusste nicht, dass der so weit umher wandert. Ich dachte, der wäre dichter dran. Also dichter an seiner alten Position. Hatte ich jetzt echt erwartet. So. Das nehmen wir natürlich gleich auch mit, wenn wir schon hier sind. So viel Zeit muss sein. Ja, momentan dauern die Folgen jeweils sehr lange, ne? Letzte habe ich schon aufgeteilt in zwei Folgen. Weil die über anderthalb Stunden ging. Das war dann für eine Folge, fand ich dann doch ein bisschen lange. So, irgendwo hier links soll der sein. Das Gebiet ist jedenfalls deutlich einfacher abzusuchen. Känguru. Irgendwas bewegt. Meine ich. Gucken wir mal, ob wir den finden.
versteinertes Holz brauchen wir ja auch immer wieder. Hier scheint er nicht. Da ist er. Hier oben. Bogan Jack. Well, well, well. If it ain't all fighting. Here not hope looking after another fight. Also ja, es gibt, wollen wir noch quasi nochmal einen Kampf machen. Irgendwelche letzte Worte. I think we've got one of the wrong foot. Ich denke, wir haben uns auf dem falschen Fuß kennengelernt. I don't mind. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ich möchte dich umarmen. Ich denke, wir haben uns auf dem falschen Fuß kennengelernt. Fuß? You think I like... okay. Ja, ja, wir haben... Also, er geht nicht davon aus, dass wir uns auf dem falschen Fuß kennengelernt haben. So. Okay. Ja, das war quasi nur Glück und tralala. Ja, wir werden uns nochmal irgendwo treffen. Das weiß ich aus dem Kommentar, dass es noch einen weiteren Treffpunkt gibt. Dann gehen wir jetzt aber auch mal heim. So. Dann würde ich sagen, könnten wir auch den Zug nehmen, ne? Nehmen wir das Holz noch mit. Die Zeit nehmen wir uns noch und dann... Springen wir nicht in den Zug, denn die Kutsche natürlich. Jackmehl Express. Folge geht dann jetzt auch schon wieder fast 50 Minuten, aber das ist so die mit den Stories zwischendrin. Das zieht sich unglaublich und es vergeht nicht viel Zeit im Spiel selber. Und entsprechend lang werden die Folgen, aber ich... Hoffen mal, euch stört es nicht. So. Auf nach Hause. Achso, ich muss ja mit Amira und so noch essen gehen, ne? Fällt mir ein. Autsch. Dann gehen wir mal kurz noch ins Blue Moon. Nach 19 Uhr sollte ich da ja aufschlagen. Da ist Amira. Hi. My other friends are rather garrulous, particularly Pablo. You and I are more reserved. Spending time with you, it can be a welcome change of pace. Okay. Goodbye. Goodbye. Gucken wir gerade mal nochmal. Noch was essen können sollen tun mit denen, ne? Kann ich nur plaudern. Satzpower, Miguel, okay. So long, Partner. So long. Hä? Wo ist denn hier der Grüne? Du bist das. So, einmal Aufträge. Thank you. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist deine Bezahlung. So, was hättest du denn gerne? Blutsteinsägen, okay. Take it easy. Take it easy. Blutsteinsägen hätte er also gerne.
Was war denn das, dass ich mit Amira und Dings essen gehen sollte? So. Den fügen wir mal hinzu. Kannst du... Da brauche ich noch... Ja, aus dem Steinbruch. So, Kalksteinziegel. Chromstahlstangen machen wir mal noch. Ja. Aus dem Steinbruch. Aus welchem Steinbruch? Das ist hier die Frage. Was haben wir noch an Quests? Die muss ich noch abschließen. Da haben wir noch 9 Tage Zeit für. Achso, die müssen wir auch noch machen. Die kann ich doch hier. Kupferdraht brauche ich. Dann machen wir mal Kupferdraht. So, dann haben wir das. Du kannst eigentlich Dünger produzieren. Okay, ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es heute wieder sehr lang war. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.